Wir haben uns ja vor ein paar Wochen, ein paar Monaten sind es schon mittlerweile, unterhalten über Altersvorsorge und du bist zum Schluss gekommen in diesen Videos, du wolltest das machen mit Aktien. Mhm. Sind Zeit vergangen, wo stehst du heute? Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, effektiv, bis alle so die formellen Sachen in dem Sinne ausgewählt habe. Ich habe mich entschieden, dort bei der Post das Aktien Konto, sehen wir das Aktienkonto? Ne? Ein Wertschriftendepot ist die. Das Depot. Genau, das Depot ist die offizielle Bezeichnung. Genau, also haben wir entschieden, dort mit der Post das Depot eigentlich zu führen, zu halten. Und ja, jetzt geht es eigentlich darum, loszulegen und in dem Sinne Aktien auszuwählen. Wie hast du dich für Postfinanz entschieden? Was war dort der Ausschlag gewesen? Ganz einfach, eigentlich ein langjähriges Konto dort. Und es war eigentlich mit ein paar Klicks auch erledigt gewesen, das Depot eben zu öffnen. Ja, das ein bisschen müssen abwägen zwischen Möglichkeiten, wo du beispielsweise keine Jahresgebühr hast. Das ist bei der Post nicht der Fall, du zahlst eine Jahresgebühr. Mhm. Dafür sind eigentlich sonst die Konditionen, denke ich, sehr, sehr solid. Also mit dem, was ich habe verglichen, hat es für mich sehr gut ausgesehen. Hast du noch andere Sachen dann angeschaut? Mhm. Also andere, ja, im Grunde genommen ganz einfach, ich habe mal gegoogelt. Okay. Und verschiedene so Zusammenstellungen gefunden, also ein bisschen eben Kostenvergleiche in dem Sinn aufgeführt waren. Und ja, Post von mir aus gesehen auch irgendwo durch eine vertrauenswürdige Firma, hat für mich jetzt auch noch eine Rolle gespielt. Ja, das verstehe ich. Ich würde vielleicht auch dazu gerade noch etwas sagen, oder? Also ich denke, das ist das richtige Vorgehen, oder? Man geht dann aufs Internet, heutzutage ist das alles online, man geht googlen, Brokervergleich, Depot, Bankenvergleich, Wertschriften, Kontovergleich, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man googlen kann. Man findet dann Übersichten und man kann dann sich dort eigentlich informieren, was sind die guten Brokers. Ich habe das auch gemacht. Ich habe ja verschiedene Broker schon ausprobiert, Postfinanz jetzt noch nicht, ich persönlich selber. Ich habe aber mal Swissquote ausprobiert, ich habe Wertschriften geführt bei der Swissquote, sicher einer von den Marktführern in der Schweiz. Ich habe eine Bank gefunden, die alles fix belastet, das ist die Bank 2+, das ehemalige Cash, oder respektive die Webseite Cash, die es immer noch gibt zum Thema Finanzinformationen. Die führt, hat hinten auch eine Bank und dort werden Wertschriften Depots angeboten. Ich habe 2 Depots bei der Bank, 2+. Ich habe dann nachher noch weiter geschaut, weil ich einfach auch Interesse hatte, eine andere anzuschauen, weil ich mich damit ja professionell befasse. Und habe mich dann entschieden, eine weitere Bank anzuschauen, die heisst Strateo. Die ist in Genf. Ist aber eine europäische Bank, die in der Schweiz eine Niederlassung hat. Ich habe gefunden, die haben unglaublich gute Angebote für Wertschriftendepots. Und ich habe mich dann entschieden, das zu machen und bin eigentlich auch momentan sehr happy. Es ist sehr benutzerfreundlich, es ist auch sehr kostengünstig. Also Swissquote, Strateo, Bank 2+, aber auch Postfinanz kann ich definitiv empfehlen. Ein weiterer grosser, den ich jetzt nicht kann, ist Saxo Bank. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiter. Ich war auch mal bei der BKB, bei der Berner Kantonalbank. Und die haben auch etwas, das heisst TradeNet. Dort habe ich auch mal ein Konto geführt, wo ich war. Und das ist eigentlich der richtige Weg.